Wer war eigentlich die heilige Clara? Clara wurde 1194 in Assisi geboren. Sie stammte aus einem gutbürgerlichen Elternhaus und sollte standesgemäß verheiratet werden. Clara hatte für ihr Leben aber andere Pläne. Sie wollte Franz von Assisi in die Armut folgen und ihr Leben ganz Jesus Christus widmen. Um ihre Eltern zum Schweigen zu bringen und um zu verdeutlichen, wie wichtig ihr der Glaube war, ließ sie sich von Franziskus die Haare abschneiden. Sie legte die Gelübde der Armut, der Keuschheit und des Gehorsams ab und gründete die Gemeinschaft der armen Frauen von San Damiano. Dort wurde sie schnell zur Äbtissin und für ihren starken Glauben bekannt. Die Gemeinschaft wuchs und wuchs, bis schließlich sogar ihre Schwester und Mutter beitraten. Aber wieso ist Clara so bekannt? Claras Glaube war so stark, dass sie unzählige Kranke heilte und vielen Menschen neue Hoffnung gab. Selbst Papst Gregor IX. Bat sie, in der Stunde seines Todes für ihn zu beten. Claras Leben und ihr Weg aus dem Reichtum in die Armut war die Geburtsstunde des Zweiten Ordens der Franziskaner. Die Klarissen leben mittlerweile in über 1000 Klöstern weltweit. Und die heilige Clara wird bis heute für ihre Taten verehrt. Und übrigens, als 1240 und 41 feindliche Armeen Claras Kloster überfielen, stellte sich die damals schwerkranke Clara ihnen entgegen. Mit der Monstranz in der Hand und tief im Gebet schlug sie die Armeen in die Flucht. Deshalb wird die heilige Clara seit jeher mit der Monstranz in der Hand abgebildet.